Dass sie so massiv sparen müssen, das lasten viele Griechen auch den Deutschen an. Und deshalb gehören Griechenland-Besuche für deutsche Politiker nicht gerade zu den einfachsten. Der neue Außenminister Steinmeier hat heute mit Ministerpräsident Samaras gesprochen und dabei vor allem auf Anerkennung gesetzt. Allerdings müsse das Geleistete auch fortgeführt werden. Das ist das Bild, das der deutsche Außenminister gern in den Zeitungen sehen würde, in den griechischen vor allem. Steinmeier und Ministerpräsident, Steinmeier und Außenminister, der Deutsche an der Seite derer in Athen, die wegen der Reformen unter Druck stehen, womöglich vor dem Aus. Beide wissen um die politischen Risiken, die dieser Weg für sie und ihre Parteien bedeutet. Aber beide sind ebenso überzeugt, dass der Weg der begonnenen Reformen in Griechenland nicht abgebrochen werden darf. Athen ist für Steinmeier eine schwierige Hauptstadt, die Stimmung explosiv. Wolfgang Dold, der deutsche Botschafter, war gerade erst Ziel eines Anschlags. 60 Schüsse haben Unbekannte auf sein Athener Wohnhaus abgefeuert. Jetzt wird der Diplomat zurück nach Berlin beordert. Aufstehen, der Hoffnungsträger kommt. An dieser deutsch-griechischen Schule wird Steinmeier als Sozialdemokrat gefragt. Sollte vielleicht Deutschlands streng Sparpolitik überarbeitet werden? Steinmeiers Antwort lautet nein. Der eingeschlagene Kurs sei richtig, die ersten Erfolge in Sicht. Loben, ermutigen, mitfühlen mit seinem frühen Besuch hier, stützt Steinmeier für jeden sichtbar die schwankende griechische Regierung, die Gefahr läuft, nach der Europawahl zu zerbrechen. Was immer dann in Athen passieren würde, kann aus Sicht der in Berlin Regierenden nur schlimmer sein.